So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich zerstöre Schlürffässer, Schlürftrucks oder Schlürfsilos. So, das Ganze werden wir natürlich in Gruppenkeile machen, weil da haben wir einfach unsere Ruhe. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr ein bisschen Zonenglück habt, weil wo werden wir wohl landen? Na, wer weiß es? Ja, wir werden es ja gleich sehen. So, dann kurze Info an alle. Wir haben eine Skin-Verlosung, nämlich einen legendären Skin. Also wenn du Bock hast, einen legendären Skin zu gewinnen, gerne oben rechts die Infobox abchecken oder halt die Videobeschreibung oder ganz am Ende vom Video. Und wenn ich dir jetzt mit der Aufgabe schon helfen konnte, wäre es nett, wenn du mir vielleicht ein Like auf das Video da lässt und wenn du nichts mehr verpassen willst, generell was so Fortnite betrifft, auch was Rette die Welt betrifft, dann lass doch einfach gerne ein Abo da. So, wo fliegen wir hin? Zu Slurpee. Aber das können wir hier in der Lobby schon wieder vergessen, denn wir brauchen halt die Route über Slurpee. Weil das Problem ist, wenn der Gegner da ist, da werdet ihr keinen Spaß haben. Definitiv nicht. Solo wird, glaube ich, derzeit auch ein bisschen schwer sein, weil gefühlt alle dahin fliegen. Wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr wirklich schon bald eine Woche warten. Weil da werden halt am Anfang so viele hinfliegen. Oder ihr holt natürlich die Trucks mit, die zwischendrin einfach so auf der Straße stehen. Aber wenn man das wirklich gezielt machen will, dann muss man einfach nach Slurpee fliegen. Ist einfach so. Ich werde auch gleich zeigen, wo ich landen werde, weil die meisten landen eigentlich wirklich immer im Main-Gebäude. Aber ich lande woanders. Nämlich, na, hört gut hin. Wenn ihr Slurpee seht und darauf zufliegt, sind noch hinten die zwei kleinen Hallen. Und da fliege ich nämlich immer hin. Seht ihr, jetzt sieht die Welt schon wieder anders aus. Hier fliege ich nämlich immer hin. Ich zeige es euch nochmal, hier die linke und die rechte Halle. Weil da sind gefühlt mindestens 10 Fässer. Wo ihr auch aber definitiv Fässer habt, ist in Craggy Cliffs, hier in der großen Scheune quasi. Also in dem großen Gebäude. Scheune ist falsch. Hier in dem, der großen Scheune. Jetzt sag ich wieder Scheune. In dem großen Gebäude. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich Glück habe und direkt 10 Stück habe und dann wäre ich schon glücklich und zufrieden. Und wie gesagt, wenn ich dir helfen konnte, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, eventuell Creator Code benutzen, steht hier unten drin. Und in dem Sinne sage ich euch schon mal, haut rein, die jetzt nur da waren wegen der Aufgabe und meine Abonnenten dürfen mich wieder ein wenig supporten, würde ich sagen. Da haben wir nämlich schon die ersten zwei Fässer. Zack, zack, zack. Fass Nummer 1. Fass Nummer 2. Ja, 10 Fässer ist hier halt natürlich easy. Geht halt wirklich auf die Fässer und nicht irgendwie auf Trucks oder so. Hier haben wir noch eins. So, haben wir jetzt schon 5. Dann gehen wir schnell hier rein. Vor allem, wie kann ich. Ah, doch, waren schon 6 sogar. Wenigstens mal ein bisschen was an Munition. Eine Falle. So, dann haben wir hier Nummer 7, Nummer 8. Haben wir hier noch eins? Ne, die anderen sind oben. So, jetzt fehlen uns nur noch zwei Fässer. Also im Prinzip könnt ihr das in der, so einfach in der Route machen. Und hier stehen allein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Also ist easy zu machen. Aber fliegt halt wirklich nach Slurpee. Guckt, dass die Route gerade auch daher geht. Und dann werdet ihr das easy schaffen, wie ihr seht. Ich war der Erste, der jetzt 100 Leben hatte, was mich eigentlich schon wundert. Aber nehmen wir natürlich gerne mit. So, jetzt gucke ich nur gerade für meine Mission. Brauche ich nämlich noch eine. Okay, ihr wisst es. Genau, Sniper. Bei meinem Glück werde ich wieder keine finden hier in der Runde. Lol. Ich dachte eigentlich, ich bin hier alleine gelandet. Aber scheinbar doch nicht. Ja, Lags sind wieder inklusive. Also die Lags, ich wiederhole mich, was das betrifft, aber die nerven halt wirklich. Sind einfach nur nerven, diese Lags. Warte mal, wie viele Sachen braucht man? Boah, 100. Ich denke, die haben das verringert. Ich glaube, vorher waren es 150. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt gehe ich doch mal ins Main-Gebäude. Ich brauche halt einfach einen Sniper. Das nützt ja nichts. Weil den Rest, den werde ich auch so ohne Probleme noch hinkriegen.
Nur halt die Sniper, das ist halt ein bisschen schwieriger, deshalb mache ich das eigentlich gerne in Gruppenkeile. Dann gucken, ob hier noch was so rumliegt. Aber ich sage ja, gefühlt, seitdem ich die jetzt gezielt suche, finde ich einfach keine. Ist einfach wie verhext. Ja, wir buggen erstmal fest. So, hier war noch keiner. Na komm schon, geh kaputt. So, bitte Sniper. Wieder keine. Ich kriege noch einen Anfall, was die Aufgabe betrifft. Echt. Dass ich da einfach keine Sniper finde. Das kann doch schon fast nicht normal sein. Hier liegt, glaube ich, auch nichts rum. Aber schon krass, guck mal, jetzt schon Level 263, ey. So, jetzt hoffe ich, dass der nicht da oben ist. Och Mann, das kann doch nicht sein, ey. Gefühlt ist die Sniper gerade seltener als ein Scar oder was weiß ich, ey. Hier war auch schon noch. Ja, komm, holen wir noch die 150 EP damit. Ne, 190, sorry. Das ist echt komisch, dass wir einfach keine Sniper finden. Ah, da war eine. Zack, 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 direkt hinter und mitgeholt. So, jetzt kann der Spaß natürlich anfangen. So, jetzt Bomben. Oh Gott, diese Lecks. Echt furchtbar. Und seid mir nicht böse, wenn ich zurzeit eure Kommentare nicht alle beantworten kann direkt, weil ihr könnt verstehen, durch die Skin-Verlosungen alles sind halt ein paar mehr Kommentare derzeit unterwegs. Und mir ist auch aufgefallen, ihr kommentiert sowieso zurzeit recht viel. Was natürlich auch gut ist, um Gottes Willen. Und. Lol, ich bin zu blöd zum Sterben. Lol, wie viele Vorräte sind da? Das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vorräte liegen da. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So, jetzt versuchen wir dann ganz schnell noch unsere Sniper-Abschüsse zu machen. Wie gesagt, zwei dicke Hits und schon haben wir das Ganze. Oder ein Headshot. Ein Headshot wird schon reichen. Aber pass auf, jetzt sehen wir wieder einen Dulli unterwegs. Am besten wäre natürlich, wenn irgendwo einer dumm rumsteht. Nein, nein! Ach Mann, den hätte ich doch eigentlich safe treffen müssen. Ärgerlich, sowas, ey. Fliegt immer schneller. Ja, Mann, das hasse ich noch mehr, wenn ich schon aus der Luft angeschossen wird. Da schon mal der 100er-Hit. Zwei dumme Eingedanke. Er war schneller als ich. So, das Ganze jetzt einfach nochmal und ich bin zufrieden. Gegner, Gegner, Gegner. Keine Gegner. Lex sind natürlich auch wieder da. Ach, hör doch auf zu springen. Wie alle jetzt die Fallen platzieren, gell? Wer schießt denn da? Boah, der war knapp. Der war richtig knapp. Ich versuch's natürlich jetzt auch mit Gewalt, ey. Aber ich will halt unbedingt diese Medaille holen und dann ist alles gut. Das Problem ist, ich bin natürlich auch auffällig wie noch was hier.
Ist mein Headset noch fast leer? Oh Mann. Nervig, nervig. Ich meine, klar, ich könnte auch einfach weiter 1000-mal Sniper-Modus spielen. Und zählt es? Zählt es? Ja. Also, erstmal danke für den Support, die jetzt noch dabei waren. Und in dem Sinne auch ihr haut rein.